Ich habe heute die Drehleier dabei, ein Instrument aus dem Mittelalter. Die Vorlage dazu liegt in Münster in einem Museum und die gab es über viele hundert Jahre in verschiedenen Formen. Mhm. Wie spielt man so ein Instrument? Das Holzrad ist ein endloser Bogen, wie bei einer Geige, der alle Saiten anstreicht und die äußeren machen einen Dauerton. Und hier in der Mitte kann ich einzelne Töne spielen. Und die Tasten müssen von selber wieder runterfallen. Und wenn man ganz kurz viel schneller dreht, kann man diesen Steg noch dazu bringen, auf die Decke zu klopfen, dann kann man noch einen Rhythmus dazu spielen. Das heißt, man hat eine Melodie, Begleitton und einen Rhythmus miteinander. Und was man noch wissen muss, eine Drehleier hat mindestens 3 Saiten und ein Holzrad. Alles andere kann auch anders sein. Es können 20 Saiten sein oder 26 oder 8. Und es kann ausschauen wie ein Packel Milch oder wie eine Laute. Es ist ganz das Mädchen war erschrocken, es schaut ihn verwundert an. Trauer war verflogen, sie dachte, welch schöner Mann. Seine Augen leuchten silbergrün, so silbergrün. Der Wassermann errauschte, ich hab mich in dich verliebt. Das Mädchen aber lachte, ach, was es nicht alles gibt. Meine Augen leuchten silbergrün, so silbergrün. Das Mädchen schrie um Hilfe, da kam eine große Schar. Die Fische riefen alle, der prächtigste Fang vom Jahr. Meine Augen leuchten silbergrün. Und machte gleich reinen Tisch, riss sich los von den Netzen. Herr Dummkopf! Bin kein Fisch! Meine Augen leuchten silbergrün, so silbergrün. Er tauchte in die Mulde und kam nimmer mehr an Land. Noch lang am Ufer fand. Seine Augen leuchten silbergrün, so silbergrün. Und immer wenn sie tanzen, ein Tag am Moldau-Strand, dann fürchten sie und hoffen, vielleicht kommt er doch an Land.